Namaste, herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Mein Name ist Habanti Matsumdabeke. Bevor wir zu meinem heutigen Video gehen, haben Sie mich schon mal abonniert? Falls Sie noch nicht, abonnieren Sie mich, teilen Sie mit Ihren Freunden, geben Sie mir einen Like und das Glocke auch aktivieren, damit Sie keine von meiner Gesundheitsvideo verpassen. Haut ist allerwertvollste, daher solltest du deine Haut schützen und versuch so wenig wie möglich Chemikalien zu benutzen für deine Gesichtsreinigung. Und genau deswegen habe ich heute einen Gesichtsreiniger für euch in biologischer Basis. Probier das, das wird dir helfen. Und das ist wirklich für alle Hauttypen, besonders für empfindliche Hauttypen wie ich. Jeder Produkt, was ich hier benutzt habe, ist super gesund für deine Haut. Kannst du wirklich selber mal recherchieren über jeder Produkt und dann wirst du wirklich wissen, wie wertvoll das ist. Du kannst das Gesichtsreiniger vorbereiten und halt aufbewahren, hält wirklich sehr, sehr lange. 2 Teelöffel Kichererbsenmehl, 2 Teelöffel Sandalholzpulver, 1 Teelöffel Kaffeepulver, 1 Teelöffel Multanimity, 1 Teelöffel Kasturi-Kurkuma-Pulver. Wenn du keine Kasturi-Kurkuma-Pulver findest, nimmst du einfach Bio-Kurkuma-Pulver und einfach alles zusammen mixen. Danach die ganze Mischung, so eine luftdicht Glascontainer einfach aufbewahren und kannst du auf dein Badezimmer legen und genau wenn du brauchst, nimmst du die und hält wirklich sehr, sehr lange. Wenn du dein Gesicht reinigen möchtest, nimmst du ein bisschen, das ist weniger als halbe Espresso-Löffel. Machst du dein Gesicht ein bisschen nass und dann massierst du mit der Mischung einfach in deinem Gesicht, dass du ordentlich sauber machst. Sandalholzpulver hat antibakterielle, entzündungshemmende Wirkung, beruhigt deine Haut, Falten minimiert, gegen Hautunreinheit hilft, zum Beispiel Pickel und Akne, spendet viel Feuchtigkeiten. Egal welche Gesichtsflecken können entfernen. Kaffee hat einen Anti-Aging-Effekt. Kaffee enthält Koffein, regt die Durchblutung an und lässt die Haut frischer und jünger aussehen. Wirkt wie ein Peeling. Bei dem Massieren achtest du, dass du Nasenseite oben oder unter Mund oder zwischen dem Mund und Nase, dass du ordentlich massierst, weil da sind ja meistens Mitesser, dass es alles weggeht, deine Poren muss sauber werden. Also ordentlich in dein Gesicht massieren. Multanimity reinigt die Haut und befreit sich vom Schmutz, Öl und abgestorbene Hautzellen. Seine heilende Eigenschaften reduziert Rötungen, helfen gegen unreine Haut, Mitesser und Whiteness loszuwerden. Beruhigt die Haut. Achte darauf, dass du mit sanften Hand massierst, auch kreisförmiges dein Gesicht, Stirn, Nase, alles massierst und ordentlich, dass dein Gesicht sauber wird. Glaub mir, du brauchst keine andere Reinigungsmittel. Das ist so gesund für dein Gesicht. Kichererbsenmehl reinigt und wirkt auch als natürliche Peeling, hat eine absorbierende Eigenschaften. Das heißt, bindet die überschüssige Fett und Ablagerung der Haut und rubbelt sanft den Schmutz weg. Danach mit lauwarmes Wasser dein Gesicht abwaschen. Danach einfach euer Gesicht abtupfen mit Handtuch. Ich habe extra noch weiße Handtuch genommen, um euch zu zeigen, schaut, das ist keine Kurkuma-Pulver mehr, also Flecken drauf, weil die Kurkuma-Anteile sind so wenig, das ist einfach gesund für euer Gesicht. Schau mal, wie gut das jetzt anfühlt, es ist so sauber geworden, macht auf jeden Fall. Und danach bitte Feuchtigkeitscreme auftragen und fertig seid ihr, das könntet ihr benutzen, wie oft ihr wollt. Eure Haut fühlt sich danach so sauber, so sanft und so weich, könntet ihr gar nicht glauben. Probier unbedingt, schreib in den Kommentaren, wie es bei dir gewirkt hat und wie es dir gefallen hat. Über Kurkuma wissen Sie, wie gut das ist und wie gesund für unsere Haut ist. Ich habe extra noch ein über Kurkuma Video gemacht, können Sie gerne mal anschauen. Probieren Sie unbedingt und ab sofort brauchen Sie keine Seife mehr. Und wir sehen uns nächstes Mal mit einem neuen Video. Auf Wiedersehen, bleiben Sie bis dahin gesund.